Herzlich willkommen bei Ach nee TV. Sie erwarten jetzt sicher, Kirsten Denker hier zu sehen. Sie ist in Urlaub und deshalb vertrete ich sie hier. Mein Name ist Frank Zankel. Unser heutiger Gast kommt vom schönen Niederrhein, genauer aus Neukirchen-Flüen. Simona Wehling, guten Tag. Hallo. Sie haben uns einen Pinguin mitgebracht, einen bunten Pinguin. Was hat es denn damit auf sich? Ja, der Pinguin, der hat sich zu meinem Talisman entwickelt. Das war nicht geplant. Ich hatte ihn entdeckt als normalen weißen Pinguin und hatte die Idee, ihn anzumalen, bunt anzumalen und wollte mal schauen, wie das aussieht. Ich fand es sehr schön. Ich habe ihn signiert, habe ihn dann mitgenommen zu einer Ausstellung. Er kam gut an, aber ich wollte mich dann nicht mehr von ihm trennen und habe gesagt, ab jetzt geht er halt mit auf jede Ausstellung und ja. So ist es mein Glücksbringer geworden. Ein Glücksbringer, der offensichtlich auch wirkt, denn Sie hatten in der letzten Zeit eine ganze Menge Ausstellungen, waren auch beim WDR. Ja, das ist richtig. Wie kommt es, dass Sie ja gerade jetzt so viel Erfolg haben? Das kann ich nicht sagen. Also das hat eine Eigendynamik angenommen. Ich male Pop-Art-Bilder in einer bestimmten Art und Weise, die sehr, sehr gut ankommen. Und das ist der Punkt halt. Man kann es eigentlich schwer beschreiben, man muss es sehen, deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar dieser Bilder an. Das letzte Bild heißt Teufelsweib. Sehen Sie sich da selbst? Also es ist kein Selbstporträt, aber ich denke, ein wenig Feuer habe ich schon, ja. Sie malen in einer ganz speziellen Technik. Das kann man jetzt natürlich im Video nicht so gut sehen. Mhm. Was ist denn das Besondere an dieser Technik? Das Besondere an der Technik ist, dass die Acrylfarbe, also ich arbeite hauptsächlich mit Acrylfarbe, muss ich sagen, auch mit Öl, aber hauptsächlich mit Acrylfarbe, dass ich die in verschiedenen Schichten arbeite und jedes Mal behandle in einer bestimmten Art und Weise, sodass sie sozusagen zerklüftet oder auseinandersprenkelt. Das sind manchmal bis zu 13, 14 Schichten. Das heißt, die Acrylfarbe platzt auf, verstehe ich das richtig, und bildet dann so eine Art Hintergrund mit ein eigenes Gemälde? Ja, also ich könnte jetzt durchaus, wenn ich dort weiterarbeiten würde, ein abstraktes Gemälde schaffen oder eben, ja, man könnte sogar Landschaften schaffen, wenn man halt diverse Farben eingeben würde, aber das ist ja nicht mein Ziel. Also bei mir ist irgendwann der Hintergrund fertig, dass ich sage, gut, jetzt kann das Motiv darauf und das ist eben dann ein Motiv, welches sehr stark abgegrenzt wird. Meistens meine Lieblingsfarben sind Schwarz, Weiß und Rot. Und ja, ich habe auch was mitgebracht nochmal, dass wir uns das noch ein bisschen näher anschauen können. Ich tue mal den Talisman zur Seite, so bleibt da stehen. Okay. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Mhm.
Also hier haben wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie gut das in der Kamera zu erkennen ist, also hier ist dieser Hintergrund, den ich arbeite. Das muss halt eine ganze Zeit trocknen. Das dauert manchmal also 7 bis 10 Tage, bevor ich dann das Motiv aufbringen kann. In diesem Falle ist es hier Acryl. Manchmal ist es halt so, dass ich sage, gut, der Hintergrund ist Acryl und ich arbeite dann aber mit Öl weiter. Dann, das ist hier jetzt, glaube ich, ganz gut zu sehen, ja, hier diese Flecken, das ist ja praktisch aufgeplatzte Farbe, die vorher aufgetragen wurde? Genau, also das sind dann diese Schichten, die hier zum Vorschein kommen. Man kann das gleich bei anderen Bildern noch besser sehen. Wir können da gerne schon weitermachen. Wenn ich da mal fragen darf, ist das ein Selbstporträt? Da haben mich jetzt schon sehr viele nachgefragt, aber nein, das ist kein Selbstporträt, das ist nicht geplant. Schauen wir uns mal das nächste an. Das mal dann weg. Das nächste ist ein Oberkörper. Ein männlicher Oberkörper, ja, genau, wie man unschwer erkennen kann. Ja, genau. Akte sind Ihr Ding, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Erotik ist mein Ding. Ich male natürlich auch andere Dinge. Aber ich finde, Erotik gehört zu unserem Leben. Mhm. Und ich stelle das sehr gerne dar, ja. Ist das jetzt aus dem Gedächtnis gemalt von einem Foto oder haben Sie da jemanden, der dann stundenlang dafür Modell steht? Also Modell stehen muss niemand, aber es sind dann schon Fotos in der Regel, die ich da benötige oder eben Plakate oder ähnliches. Also das ist nicht unbedingt ein Foto, aber wenn ich eine Vorlage habe, macht mir das natürlich die Sache leichter. Macht dann auch mehr Spaß. Macht dann auch mehr Spaß, genau. Sie haben aber nicht nur Männer, dieses nächste ist dann doch ja auf den ersten Blick nicht unbedingt als Frau zu erkennen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt. Also bei manchen Bildern ist es so, dass die halt tatsächlich von Weitem betrachtet werden müssen. Das heißt also, dass wenn man sehr nah dran ist, dass sich das Bild im Moment dem Betrachter gar nicht erschließt. Aber umso weiter man dann weggeht, dass man dann auch tatsächlich sieht, was ist eigentlich da für ein Motiv. Und das ist auch gewollt. Also das ist nicht Zufall, sondern wirklich gewollt. Und hier fällt dann auch tatsächlich noch mehr diese Technik ins Auge. Hier ist auch der Name des Bildes bezeichnet. Wie heißt es denn? Das heißt Unter der Decke. Wenn man weiter weggeht, sieht man, was gemeint ist. Ja, genau. Ja, und ich habe dann noch ein Bild, das habe ich vor allen Dingen deshalb mitgebracht, weil man hier wirklich die Technik hervorragend erkennen kann. Da ist also die Farbe. Sieht fast wie eine Galaxie aus. Ja, ja. Das lauter kleine Pünktchen, die ineinander zerfließen. Ja. Das ist also dann diese aufgeplatzte Farbe, die da übrig geblieben ist. Die übrig geblieben ist im Grunde, genau. Ja. Also das ist ein chemischer Prozess, wie gesagt, und dann kommt dann sowas bei raus. Aber ich möchte natürlich nicht verraten, was ich da mache. Wie man das genau macht, ja. Genau. Wie sind Sie ans Malen gekommen? Ich habe das Zeichnen gelernt von meinem Großvater, der also mit mir sich hingesetzt hat und hat Hunde gezeichnet, Pferde gezeichnet, hat mir anhand dieser Zeichnungen dann auch die Tiere erklärt, also wo was sitzt, wo der Hund die Rute hat oder das Pferd eben die Mähne, den Schweif und dergleichen. Und ich habe als Jugendliche auch sehr, sehr gern gemalt, habe damals schon Pop-Art gemalt, war Andy Warhol oder Tom Wesselmann, da habe ich also sehr viele Bilder studiert und habe die auch versucht nachzumalen. Das waren also so meine Anfänge und immer gute Noten gehabt natürlich, was man gerne macht. Das macht man auch meistens gut. Ja, so bin ich ans Malen gekommen. Ach nee, das war's schon vom Künstlertalk bei Achne TV. Herzlichen Dank an Simona Wehling. Bis zum nächsten Mal bei www.filmtal.de.